Und es wird dann immer gesagt, ja, es wird ja immer den Rednern gedankt, es wird immer den YouTubern gedankt, die das dann alles verbreiten, aber an dieser Stelle sollten wir mal alle den Leuten danken, die diesen Transporter hier organisiert haben, die die Bühne organisiert haben oder organisiert hatten und die den Soundequipment organisiert hatten. Alle Leute im Hintergrund. Das gehört dazu. Ja, die Abstimmung im Europäischen Parlament lief jetzt nicht zu unseren Gunsten. Ich glaube, darauf muss ich jetzt auch nicht mehr sagen. Das wird jetzt hier auch schon zu Genüge getan. Die nächste Abstimmung wird am 15.04. im Agrarausschuss sein. Also ich vermute auch, der Agrarausschuss, damit eher Julia Klöckner sich damit beschädigt als Katharina Barley, die ja auch zur SPD gehört. Ne? Aber wir sind hier und wir sind laut. Damit wir immer noch sagen können, wir sind gegen Artikel 11 und gegen Artikel 13. Nach wie vor, das hat sich nicht geändert. Und es scheint irgendwie so zu sein, als sei in den letzten Monaten, möchte ich jetzt sagen, ein Aufeinandertreffen der Generationen passiert. Ne? Seit vielen Monaten gehen viele Menschen, viele junge Menschen gegen die Uploadfilter, gegen Artikel 13 auf die Straße, aber auch für die Umwelt, bei Fridays for Future. An die jetzt nochmal eine große solidarische Grüße. Und wir demonstrieren natürlich auch, wir hier, für das freie Internet. Und die nächsten, also es wird ja immer gesagt, was kommt denn, wie geht's jetzt weiter? Na, vielleicht behandeln wir das mal anders. Wie geht's nicht weiter mit uns, sondern wie geht's jetzt weiter in der Politik? Und da komme ich jetzt hier schon zum nächsten Antrag, der gestellt wurde. Und ich zitiere gleich. Es sollen im Internet internetbasierte Leistungen verboten werden. Ich zitiere, deren Zugang und Erreichbarkeit durch besondere technische Vorkehrungen beschränkt oder deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von bestimmten rechtswidrigen Taten zu ermöglichen oder zu fördern. Das klingt jetzt erstmal saukomplex. Damit sind VPN-Netzwerke und Tor gemeint. Das bedeutet, ihr kennt das ganze Meme bei 9gag, Program und so weiter. Ja, um unsere Memes jetzt noch gucken zu können, müssen wir eigentlich das VPN haben. Ja, das soll jetzt auch auf Bundesebene damit erstmal eingeschränkt werden, beziehungsweise auch nicht mehr realisiert werden können. Das sind jetzt die nächsten Einschränkungen für, ja, die nächsten Einschränkungen fürs digitale Leben, fürs freie Internet. Also das geht weiter. Das hört nicht auf mit Artikel 13, das hört nicht auf mit der neuen Urheberrechtsreform. Seit vielen, vielen Jahren geht es schon so und seit vielen, vielen Jahren müssen wir uns dagegen engagieren und das müssen wir auch in Zukunft tun. Denn wir wollen uns nicht von Leuten, die keine Ahnung haben, das Internet kaputt machen lassen. Deswegen sind wir hier und laut. Und vielleicht fange ich mich jetzt an zu wiederholen, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Wir sind die Lobby für das Internet. Wir sind die Lobby für unsere Kultur. Wir sind die Lobby für unsere Generation und wir sind die Lobby für unsere Zukunft. Und wir sind nicht nur hier und wir sind nicht nur laut, wenn man uns die Freiheit klaut, sondern die gesamte Zukunft. Und deswegen stehen wir hier. Und deswegen sind wir laut. Und jetzt möchte ich zu einem Beispiel kommen. Seit wann engagiere ich mich politisch? 2005, 2006 war die Zeit. Mit 16, 17 Jahren fing ich an, es kam zu der Diskussion, Wolfgang Schäuble wollte damals die Killerspiele verbieten. Ne? Habt ihr vielleicht mitbekommen? Wenig später Ursula von der Leyen, später Zensursula genannt, wollte das Internet zensieren. Also das wiederholt sich alles, ne? Ist wie in der Mode. Und ich möchte an einem Beispiel sagen, dass man wirklich einen langen Atem braucht. Seit 13 Jahren setze ich mich auch für das freie Internet ein. Zusammen mit dem Chaos Computer Club, zusammen mit den Freifunkern deutschlandweit, setzen wir uns für das freie Internet ein. Und wir haben es im Februar endlich geschafft. Im Februar wurde es tatsächlich rechtlich verbrieft, das freie Internet, freie WLAN, ist möglich. Ohne Passwortschutz darf man jetzt ein WLAN aufmachen in einer Gaststätte. Verrückt. Es hat 13 Jahre gebraucht. 13 Jahre mussten wir es durch die rechtlichen Systeme ballern, um dafür zu kämpfen. Und damit will ich euch sagen, wir müssen den langen Atem haben. Den sehr, sehr langen Atem. Und wir müssen auch zeigen und wir müssen auch laut sein, dass wir eine Stimme haben und das zeigen, dass wir für den Marathon trainieren. Denn der Politik ist wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Marathon. Und darauf sind die anderen jetzt ausgelegt. Sie glauben einfach,
Ach ja, komm, Abstimmung ist gelaufen, die Leute verschwinden wieder zu Hause vor ihrem Rechner oder vom Smartphone und werden sich nicht mehr melden. Aber wir müssen ihnen zeigen, dass wir immer noch da sind, dass wir nächstes Jahr da sind und dass wir übernächstes Jahr da sind und vielleicht sogar die nächsten 20 und 30 Jahre. Und wir müssen unangenehm sein, das hat der Newstime vorhin gesagt. Durch die rechtlichen Instanzen laufen, durch die politischen Instanzen laufen. Engagiert euch politisch, verändert eure Zukunft, denn alle anderen werden es nicht tun. Wir haben es in der Hand, ihr habt es in der Hand, jeder einzelne von uns. Und wir müssen so laut sein, wir müssen unangenehm, dass sie sich wünschen sollten, dass wir noch unpolitisch sind. Vielen Dank.